Herzlich willkommen zu dieser fünfteiligen Videoreihe Spirituelles Management. Mein Name ist Rudolf Bleicher. Meine Frau und ich freuen uns sehr, dass Sie sich für dieses fünfteilige Videotraining eingetragen haben, und lassen Sie uns gleich starten hier und heute mit dem ersten Video. Zu Beginn ist es vielleicht notwendig, dass wir ein paar Dinge besprechen, definieren, uns gegenseitig auf Stand bringen. Und die erste Frage in diesem Video-Tutorial ist die Frage, wozu eigentlich spirituelles Management? Nun, nach unserer Erfahrung braucht es drei Intelligenzen, um im Business wirklich zur Meisterschaft zu kommen. Und diese drei Intelligenzen sind einmal der IQ, also die kognitive Intelligenz, EQ für emotionale Intelligenz und SQ eben für die spirituelle Intelligenz. Diese drei Intelligenzen können wir dann drei ganz praktischen Übungen im Unternehmen zuordnen. Die kognitive Intelligenz, die brauchen wir für die Strategiekompetenz im Unternehmen. Die emotionale Intelligenz, die brauchen wir für unsere Führungsarbeit. Und die spirituelle Intelligenz, die brauchen wir für unser eigenes Persönlichkeitswachstum und für das Persönlichkeitswachstum für die Entwicklung unserer Mitarbeiter. In dieser fünfteiligen Serie geht es jetzt aber hauptsächlich ja um dieses SQ, um diese spirituelle Intelligenz, und die wollen wir eben versuchen, in dieser fünfteiligen Serie gemeinsam noch stärker und besser herauszuarbeiten. Dafür brauchen wir auch eine Definition, was spirituelles Management denn bedeutet oder bedeuten kann. Und um sich dem zu nähern, müssen wir uns vielleicht erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich Spiritualität? Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge an Definitionen. Wir haben uns für eine Definition entschieden, weil die uns sehr anspricht und weil wir mit der sehr, sehr gut arbeiten und weiterkommen können in unserem Leben. Die Definition stammt von Maslow und die heißt: Spiritualität ist das im Menschen immanente Bedürfnis nach Verbindung mit etwas Größerem als man selbst. Und diese Definition, wie gesagt, spricht uns sehr, sehr an. Und das ist auch eine Definition, die wir in all den vielen, vielen Jahren, in der wir das spirituelle Management für uns praktizieren, auch immer wieder feststellen können. Es gibt eine ganze Menge von Menschen, ich würde sogar fast behaupten, die Mehrzahl der Menschen, die das Bedürfnis haben nach der Verbindung zu etwas Größerem, weil sie intuitiv spüren, in mir ist noch etwas Größeres als ich selbst. Und diese Verbindung suchen wir vielleicht alle und suchen wir vielleicht alle ein Leben lang. Und nicht so viele sind tatsächlich in der Lage, diese Verbindung auch herzustellen. Vielleicht, weil es an Werkzeugen fehlt, vielleicht, weil es aber bisher auch noch nicht die Zeit war, sich so stark mit diesem Thema, mit diesem Bedürfnis auseinanderzusetzen. Eine nächste Frage, die wir gerne mit Ihnen klären möchten, ist: Woran erkennt man denn, dass in einem Unternehmen spirituelles Management vorhanden ist? Respektive, dass in einem Unternehmen Menschen vorhanden sind, die spirituell arbeiten. Nun, Spiritualität in Führungspositionen oder speziell im Unternehmen erkennt man unserer Ansicht nach an der Fähigkeit, mit Weisheit und Mitgefühl zu handeln und dabei inneren und äußeren Frieden zu bewahren, unabhängig von äußeren Umständen. Und in dieser Definition ist unseres Erachtens alles vorhanden, was man dazu braucht, um das spirituelle Management zu beschreiben. Weisheit und Mitgefühl. Also Intellekt, einen hohen Intellekt, aber gepaart mit dem Gefühl für die Situation und gepaart mit der Fähigkeit, immer inneren und äußeren Frieden zu bewahren, egal von äußeren Umständen. Wenn man sich diesen Satz mal genauer anschaut, könnte man auch sagen, dieser Satz beschreibt sehr, sehr genau,
wie sich wirkliche Freiheit anfühlt, Souveränität im Leben, ein Leben ohne Angst und mit Tatkraft ständig selbst zu gestalten. Zumindest interpretieren wir den Satz so und wir finden, das ist ein schönes Ziel, sich dorthin zu entwickeln, tatsächlich das Leben in solch einer Art von Freiheit leben zu können. Lassen Sie uns noch ein paar Definitionen anschauen. Was brauche ich denn jetzt, um ein spirituelles Wachstum für mich selbst zu ermöglichen, respektive an was muss ich denn konkret oder darf ich konkret arbeiten, um in eine hohe spirituelle Intelligenz zu kommen? Hier haben wir Ihnen mal ein paar Definitionen aufgeschrieben und vielleicht können Sie da mit der einen oder anderen Definition mitgehen. Spirituelle Intelligenz ist nach unserer Definition dann vorhanden, wenn eine hohe Bewusstheit, ein hohes Bewusstsein da ist für verschiedene Dinge. Zum Beispiel ein Bewusstsein für die eigene Weltsicht, Bewusstsein des eigenen Lebenssinns, ein Bewusstsein der Wertehierarchie, nach der man lebt, ein Bewusstsein dafür, wie komplex das eigene Denken ist und sein kann, Bewusstsein von Ego, Selbst und höherem Selbst, wenn ein permanenter innerer Wunsch und Drang nach spirituellem Wachstum da ist und wenn es die ein oder andere Möglichkeit gibt, mit dem höheren Selbst zu kommunizieren, zumindest die ein oder andere Versuch, wenn man tatsächlich dieses höhere Selbst irgendwo in sich oder um sich herum spürt. Und wenn man immer wieder versucht, hier eine Kommunikation aufzubauen und nicht nur versucht, sondern dass es auch wirklich ab und zu gelingt und vielleicht sogar immer öfter und öfter. Dann braucht es ein Bewusstsein der Weltsichten anderer. Es braucht ein Bewusstsein für die Tiefe eines Zeithorizonts oder des Zeithorizonts überhaupt. Bewusstsein der Grenzen menschlicher Auffassung, Bewusstsein von spirituellen Gesetzen. Dann die ein oder andere Erfahrung von Einheit und zu dem Drang, nach seinem Sinn und seinen Werten zu leben. Und einer der wichtigen Punkte im Geschäftsumfeld ist, den Glauben aktiv zu erhalten. Was meinen wir damit? Wir haben irgendwann mal den Satz kreiert, Hoffnung ist der Tod des Glaubens. Was wir damit ausdrücken wollten ist, ein Manager, eine Führungskraft oder ein Unternehmer hat nach unserer Definition eine Hauptaufgabe und die heißt, den Glauben an die Dinge aktiv hochzuhalten. Eben nicht zu hoffen, dass irgendwas nach vorne geht oder gut geht oder bewerkstelligt werden kann, sondern den tiefen Glauben in sich aufzubauen. Und Glauben aufzubauen braucht man natürlich nicht, wenn die Dinge eh klar sind. Dann ist es Realität, dann brauche ich keinen Glauben mehr, sondern ich brauche den Glauben dann, wenn es noch nicht Realität ist. Aber Achtung, es geht nicht darum, zu motivieren und gute Stimmung zu verbreiten und Hoffnung aufrechtzuerhalten. Es wird schon irgendwie gut gehen, sondern, und das ist der große Unterschied, wirklich den Glauben zu versprühen. Und das geht natürlich nur, wenn ich den erstmal in mir selber tatsächlich auch kreiert habe. Das funktioniert im Übrigen, so einen starken Glauben in sich aufzubauen, funktioniert im übrigens sehr hervorragend, wenn man es versteht, mit seinem höheren Selbst zu kommunizieren. Aber da kommen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier in diesem Videokurs auch noch dazu. Also, jetzt gehen wir gleich in medias res und gehen zum ersten großen Werkzeug, Bewusstsein der eigenen Weltsicht und das steht in Verbindung mit dem Bewusstsein des eigenen Lebenssinns und dem Bewusstsein der Wertehierarchie. Und hierfür gibt es eine Frage, die heißt, welche Farbe hat die Welt? Und hierfür gibt es viele gute Modelle. Wir konzentrieren uns in diesem Kurs hauptsächlich auf zwei Modelle. Einmal auf die integrale Landkarte von Ken Wilber und auf die Arbeit
mit Spiral Dynamics. Und diese beiden Werkzeuge, die sagen ungefähr übereinstimmend, es gibt so zwischen 7 und 12 Möglichkeiten, auf die Welt zu schauen. Wir gehen hier jetzt einfach mal von 7 aus. Und um diese Weltsichten einfach besser illustrieren zu können, hat man diesen Weltbildern auch verschiedene Farben gegeben. Es gibt also hier in diesem Beispiel 7 verschiedene Möglichkeiten, die Welt zu sehen, auf die Welt zu schauen. Anhand von Singapur lässt sich das wunderbar illustrieren. Und genau diese Beispiele wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Die erste Möglichkeit, um auf Singapur zu schauen und eine Welt zu erkunden, ist die Farbe Purpur. Viele Menschen finden in Singapur viele Ecken und Möglichkeiten, Rituale zu finden, Glücksbringer sich einkaufen zu können, Gebete an Götter schicken zu können, die ein besseres Leben hoffentlich bringen würden, das Glück anzurufen. Das sind alles Dinge, die in einer purpurnen Welt Platz brauchen und hier gelebt werden müssen. Singapur bietet diese Möglichkeit, diesen Teil der Welt zu leben und zu erleben. Die nächste Möglichkeit, auf die Welt zu schauen, ist, auf eine rote Welt zu blicken. Und in einer roten Welt erkennen wir viel Heldentum. In Singapur erleben wir das natürlich, wenn wir in die alte viktorianische Zeit blicken, wenn wir die Geschichte von Singapur uns näher anschauen können, dann können wir in eine Welt eintauchen, wo wir sagen können, die entspricht meinen Idealen. Hier gibt es Helden, die ein abenteuerliches Leben gelebt haben und in dieser Welt sich kann ich aufgehen. Dann gibt es eine ganze Menge von Menschen, die in Singapur die blaue Welt wieder erkennen. Die Welt, eine Welt, die ein hohes Maß an Ordnung hat, wo Recht und Gesetz wunderbar funktioniert und wo sich jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit absolut sicher in diesem Umfeld bewegen kann, weil diese blaue Welt ihren Platz in Singapur gefunden hat und auch von allen akzeptiert wird. Einen relativ großen Teil in Singapur nimmt diese orangene Welt ein. Eine Welt der Modernität, eine Welt der Wissenschaft, eine Welt des Wachstums, eine Welt des Konsums, eine Welt von Geld und Reichtum. Viele Menschen sind in Singapur, weil sie sich dort eben hier ausdrücken können. Und es gibt auch viele Ausländer, die hier sind, weil sie hier ihr Geld am besten aufbewahrt wissen. Was Singapur aber auch bietet, ist eine sogenannte grüne Welt. In dieser grünen Welt, oder diese grüne Welt, die zeigt sich in Singapur über diesen neuen Gedanken von Green City, wo man also sehr viel Wert auf Ökologie legt, sehr viel Wert auf eine Wiederverbindung von Mensch und Natur und wo man die Natur hier in vielen, vielen Objekten zurück in die Städte holt. In Verbindung mit diesem Naturbewusstsein und dem Sinn für Ökologie geht parallel auch dieser Gedanke der Selbsterfahrung. Also Menschen, die sich viel in dieser grünen Welt bewegen, bewegen sich auch viel in den Fragen, was ist in mir, wo kann ich mich noch auf eine neue Art und Weise erfahren, was macht eine Gruppe, was macht ein Team, was macht ein Kollektiv mit uns allen. Es gibt aber auch die Aspekte von Gelb und von Türkis in Singapur. Und je weiter wir hier diese Leiter nach oben gehen, desto geringer wird immer der Anteil der Menschen, die in diesen Welten leben. Also den größten Anteil haben wir im Moment in der westlichen Welt in Blau, in Orange und in Grün. Ungefähr 30% der westlichen Welt bewegt sich in einer blauen Welt. 40-45% in einer orangen Welt, 25% in einer grünen Welt. Und hier kommen wir dann in den einstelligen Prozentbereich. 1, 2, 3% der Menschen bewegt sich in einer gelben Welt
und 0, irgendwas Prozent dann in der türkisen Welt. Ab der Stufe Gelb und erst ab hier ist man nach diesem Modell in der Lage, die einzelnen anderen Welten tatsächlich auch zu sehen und auch akzeptieren zu können. Bevor man diesen Level von Gelb nicht erreicht hat, denkt jeder in dieser Welt, er wäre mit seiner Weltsicht richtig. Also ein Mensch mit einem roten Weltbild behauptet, alle anderen sind falsch. Ein Mensch mit einer orangen Weltbild ebenso. Und ein grüner oder ein blauer Mensch macht es aus seiner Perspektive genau gleich. Erst ab Gelb und darüber hinaus ist man dann in der Lage, die Welt tatsächlich in vielen Farben und mit vielen verschiedenen Augen zu sehen. Und natürlich auch dementsprechend souverän und mit Weisheit zu handeln und Entscheidungen treffen zu können. Die große Frage ist also nun, welche Farbe hat Ihre Welt und welche Farbe hat die Welt Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Kollegen? Und wenn Sie nach diesem Modell jetzt hier mal einen Blick auf Ihr Unternehmen werfen, dann werden Sie feststellen, dass in Ihrem Unternehmen tatsächlich verschiedene Gruppen von Menschen vorhanden sind, die mit verschiedenen Farben auf das Unternehmen schauen. Folglich ist es dann natürlich auch kein Wunder, dass Sie manchmal vielleicht den Eindruck haben, hier zieht jeder an einer anderen Ecke in eine verschiedene Richtung. Und dem ist tatsächlich auch so. In dem Moment, wo Sie aber den Überblick haben oder haben sollten, können Sie genau erkennen, wer aus welcher Weltsicht heraus welche Aktionen für das Unternehmen tut oder eben auch nicht tut. Der Schlüssel für ein erfolgreiches Unternehmertum ist immer eine maximale Qualität an Kommunikation. Wenn Sie sich mit diesem Modell näher beschäftigen, dann werden Sie sehr schnell erkennen, wer auf welcher Ebene tatsächlich auch kommuniziert im Unternehmen. Und wenn jemand, der schon auf der gelben Ebene ist, nur auf der gelben Ebene kommunizieren würde, würde er niemand im Unternehmen erreichen. Das heißt, jemand, der hier diese Ebenen bereits integriert hat, wird sehr umsichtig wissen, mit wem er auf welcher Ebene wie zu reden hat. Jetzt ist der Idealfall natürlich, dass ein Chef, ein Inhaber die größte Ausprägung hat in den Bewusstseinsstufen. Es gibt aber auch viele Unternehmen, wo diese Reihenfolge oder diese Hierarchie umgedreht ist. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiter wesentlich ausgeprägter sind als Manager oder eben Inhaber oder Chefs. Und in solchen Unternehmen sind natürlich die Konflikte vorprogrammiert, wenn man sich nicht bewusst darüber ist, wer tatsächlich auf welcher Bewusstseinsebene sich bewegt. In solchen Situationen ist es natürlich dann oft so, dass solche Mitarbeiter nicht im Unternehmen bleiben, obwohl das Unternehmen genau solche Menschen braucht, weil der Chef selbst noch nicht auf der Bewusstseinsebene ist. Es gibt allerdings auch Konstellationen, wo natürlich führende Mitarbeiter oder Chefs auf einer entsprechenden Ebene sind, allerdings auch untere Ebenen vielleicht noch nicht richtig integriert haben und immer Probleme haben, in diesem Beispiel mit Menschen auf der blauen oder roten Ebene. Und das ist in der Regel einfach ein Großteil auch der Belegschaft, die irgendwo bei Blau, Orange sich befindet. Wenn ich selbst diese Ebene nicht integriert habe, ist es für mich ganz, ganz schwierig, diese Menschen auf dieser Ebene zu erreichen. Das bedeutet, nachhaltiger Erfolg im Unternehmen kann nur dann stattfinden, wenn ein großes Verständnis für die Bewusstseinsebenen herrscht und wenn man tatsächlich auch in der Lage ist, sich wirklich sicher in den verschiedenen Farben der Erde oder der Weltbilder zu bewegen. Und das wird die große Herausforderung für die Zukunft werden, dass Sie als Chef, als Manager, als Führungskraft lernen, sich wirklich souverän in diesen Welten zu bewegen. Kommunikativ, emotional und auch kognitiv. Wenn Sie das schaffen, dann werden Sie wirklich zu einer spirituellen Führungskraft, die das Unternehmen wirklich stützen und leiten kann. Hierzu
Noch ein zweites Modell, auch aus der integralen Welt, nämlich die vier Blickwinkel für ganzheitlichen Erfolg. Mit diesen vier Quadranten sind Sie sehr, sehr schnell in der Lage, Ihr Unternehmen auf den ersten oder mit einem ersten Blick sehr genau einordnen zu können. Diese vier Quadranten teilen sich auf in auf der linken Seite innen, auf der rechten Seite außen und der obere Bereich das Individuum und der untere Bereich das Kollektiv. Ich mache Ihnen hier gerne mal ein Beispiel dazu. Oben rechts geht es darum, was ist im Außen vom Individuum zu erkennen. Das heißt, hier ist eine wichtige Frage von einzelnen Mitarbeitern, über welches Wissen, Kenntnisse, Auftreten, Fähigkeiten verfügt der Einzelne im Unternehmen. Wenn Sie sich diese Frage stellen und parallel dazu Ihre Mitarbeiterliste sich vor Augen führen in Ihrer Abteilung oder in Ihrem ganzen Unternehmen, werden Sie sehr schnell sehen können, wo sind unsere Stärken und wo sind unsere Schwächen. Wenn Sie dann die Stärken und die Schwächen der einzelnen Mitarbeiter bewertet haben, dann können Sie mal einen Blick werfen in das Innere der Mitarbeiter, indem Sie sich einfach die Frage stellen, von welchen Gedanken, Gefühlen, Intentionen und Motivation sind denn die einzelnen Menschen geprägt? Und vermutlich werden Sie dann sehr schnell Zusammenhänge feststellen können und sagen, ach, jetzt ist mir völlig klar, warum er so ein Auftreten hat. Weil ich beobachten kann, dass in seinem Inneren der oder der Film abläuft. Über diese Übung kriegen Sie sehr, sehr schnell ein viel höheres Verständnis für die Menschen und auch sehr, sehr schnell viel bessere Ideen, wie Sie intervenieren können oder was es braucht, um solche Menschen zu entwickeln. Rechts unten können Sie Ihr Unternehmen anschauen in Bezug auf Strukturen, Prozesse, Strategien, Produkte. Wie gut sind wir hier aufgestellt? Auch das Arbeitsumfeld, unsere Gebäude, unsere Büros. Und links unten werfen Sie einen Blick in die Gemeinschaft. Wie ausgeprägt sind unsere Werte, unsere Visionen, unser Wir-Gefühl, unser Verständnis füreinander? Alle vier Quadranten werden mit diesen Fragestellungen viele Informationen für Sie bereithalten. Und diese Informationen, wenn Sie diese Informationen in Bezug zueinander setzen, werden Sie sehr, sehr schnell ein viel besseres, neues Bild Ihres Unternehmens erhalten, das Sie auch befähigt, wesentlich schneller dann irgendwelche sinnvollen Interventionen einzuleiten. Das Ganze können Sie dann noch toppen, indem Sie nicht nur die vier Quadranten anschauen, sondern in den vier Quadranten noch die verschiedenen Farben der Bewusstseinsebenen nochmal zuordnen. Zum Abschluss des heutigen Videos noch ein kleiner Hinweis, was sehr, sehr oft passieren kann und was in Singapur vor allem auch sehr, sehr häufig passiert, ist die sogenannte Post-Prä-Verwechslung. Je mehr Blickwinkel Sie auf die verschiedenen Welten in Ihrem Unternehmen haben, desto stärker besteht die Gefahr, dass man eben diese Post-Prä-Verwechslungen dann vorfindet. Das bedeutet, wenn jemand hier aus dieser purpurnen Welt ein Ritual macht oder sich für irgendwelche Rituale begeistert, dann ist die Gefahr groß, dass dieser Mensch einen Menschen aus einer anderen Ebene falsch interpretiert und zu dem Schluss kommt, der tickt ja genau gleich wie ich. Und wir Menschen denken immer, wenn jemand ungefähr gleich tickt, dass wir dann eben dessen Sympathien haben oder dass wir dort besondere Anknüpfungspunkte vorfinden können. Und das muss natürlich überhaupt nicht so sein. Und hier kommen auch viele Verwechslungen vor. Eine große Verwechslung ist auch, und das werden wir dann im nächsten Video sehen, wenn wir uns über die Ebene von Energien und Schwingungen unterhalten, vor allem im Business Feng Shui. Business Feng Shui hat nichts mit diesen Ebenen hier zu tun, respektive nicht immer. Es kann sein, dass es aus diesen Ebenen heraus praktiziert wird, aber modernes Business Feng Shui, wenn es aus diesen Ebenen heraus praktiziert wird, hat es nochmal eine ganz andere Kraft und ganz, ganz andere Auswirkungen. Schön, das war's also für
dieses erste Video und wir wünschen uns, dass Sie sich mit diesen Bewusstseinsmodellen ein bisschen näher befassen, dass Sie sich diese vier Fragen aus den Quadranten stellen und dass Sie für sich selber ein viel klareres Bild kriegen, auf welcher Ebene Sie eventuell selbst sich befinden und auf welcher Ebene sich entsprechend Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder auch Ihre Vorgesetzten befinden. Also, viel Spaß bei dieser Recherche und in wenigen Tagen kommen wir dann zum zweiten Teil, modernes Business Feng Shui, wie Sie aus Ihrem Unternehmen, aus Ihrer Firma, aus Ihrem Arbeitsplatz einen richtigen Kraftplatz machen, der Ihnen viel, viel Energie und Inspiration gibt und nicht von Ihnen abzieht. Bis dahin, viele Grüße, Ihr Rudolf Blacher.